war. Und dann habe ich ihn nochmal benutzt und dachte so, oh je, oh nein. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch ein Video über 5 Flop-Produkte, die ich gekauft habe und das sehr, sehr bereue im Nachhinein. Und ich werde euch diese Produkte hier vorstellen, euch sagen, warum sie mir nicht gefallen haben und ja, hoffentlich kann ich euch dann davor bewahren, den gleichen Fehler zu machen wie ich. Also ich denke, wir fangen einfach direkt an und ich zeige euch die 5 Flop-Produkte. Das erste Produkt, das ich mir wünschte, jetzt nicht gekauft zu haben, ist ein Produkt, das ich euch auch schon in einem Haul vorgestellt habe und ich habe euch da sogar gesagt, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, ich habe halt einen Hype mitbekommen, dachte mir so, ich kaufe das auch mal, weil es auch gut klang. Ja, das ist die Balea wärmende Fußcreme, die habe ich euch in meinem ersten Haul gezeigt, glaube ich, und ja, Folgendes ist zu dieser Fußcreme zu sagen. Ich habe die zum ersten Mal benutzt. Ich weiß auch, irgendjemand hat mich noch in den Kommentaren gefragt, ob die gut war oder nicht. Und ich habe noch geschrieben, dass die ganz gut war, denn ich habe sie beim ersten Mal benutzt und es war alles in Ordnung. Die wärmt jetzt nicht so mega krass, also ist klar, dass es also so doll wie eine Fußcreme halt wärmen kann, aber ein bisschen warm war es schon und war auch sonst relativ angenehm und ich hatte damit keine Probleme weiter. Das war das erste Mal, dass ich die benutzt habe. Dann habe ich auch auf den Kommentar geantwortet, meinte, das ist eine ganz tolle Fußcreme. Dann habe ich sie eine Weile irgendwie stehen lassen, habe da nicht so weiter drüber nachgedacht und dann habe ich sie neulich Nacht wieder drauf gemacht vorm Schlafengehen. Und ich habe mir meine Füße damit eingecremt und bin ins Bett gegangen. Und dann habe ich alles furchtbar angefangen zu jucken. Und ich dachte so, naja, das hört schon wieder auf, hab da auch nicht weiter. Und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Meine Füße haben so wehgetan und gebrannt richtig. Und dann habe ich das Licht angemacht und die Decke hochgeschlagen. Und ich hatte wirklich eine krasse allergische Reaktion auf diese Fußcreme. Also, keine Ahnung, das war so schlimm. Ich musste echt die abwaschen, bevor ich wieder ins Bett gehen konnte, weil die so furchtbar war einfach. Ja, warum das beim ersten Mal nicht so war, ich weiß es nicht. Mein Onkel meinte, das ist bei allergischen Reaktionen wohl immer so. Der erste Kontakt ist nicht so schlimm, beim zweiten Kontakt bricht es dann aus. Und ja, ich habe die seitdem dann nie wieder drauf getan und kann es euch auch wirklich nicht empfehlen. Ich glaube wirklich, das liegt einfach an den Inhaltsstoffen. Es ist gut möglich, dass es Leute da draußen gibt, bei denen das super klappt und da überhaupt nichts vorgefallen ist, aber es war echt wirklich, wirklich, wirklich unangenehm und ich kann euch das echt nicht empfehlen. Also ich werde diese Fußcreme auf jeden Fall nicht wieder verwenden, das war echt ein Horror und ja, es tut mir leid, dass ich euch die auch noch hingehalten habe und auch noch gesagt habe, dass die gut ist. Ich dachte halt wirklich, dass die gut ist, weil ich die einmal benutzt habe und die gut war und dann habe ich die nochmal benutzt und dachte so, oh je, oh nein. Ja, das ist das zu der wärmenden Fußcreme. Nie wieder. Dann habe ich einen Nagellack bzw. einen Nagelhärter und zwar ist es der von P2 Diamond Strength Nail Hardener. Ja, der hat gar nichts gebracht bei mir. Wenn überhaupt, hat er die Nägel noch kaputter gemacht, als sie sowieso schon waren. Es gibt die in 3 Stärken. Es gibt einmal diesen Diamond Strength Hardener, dann gibt es den Intensiv Nail Hardener, glaube ich. Das ist so durchsichtig, bisschen orangefarben. Und dann gibt es den Ultranail-Hardener, den ich euch ja auch schon in einem Haul gezeigt habe. Und ich hatte mit diesem angefangen und der hat wirklich die Nägel total kaputt gemacht. Ich war dann sehr froh, dass ich doch noch einen von P2 gefunden habe, der mir was gebracht hat. Aber dieser hat wirklich gar nichts gebracht. Also wenn überhaupt, hat er die Nägel weiter irgendwie aufgeweicht oder splitterig gemacht. Und deswegen kann ich euch den auf jeden Fall nicht empfehlen. Wenn ihr nach einem Nagelhärter sucht, der wirklich was bringt, dann kann ich euch den empfehlen, den ich momentan benutze. Das ist der Ultra Strong Nail Hardener, auch von P2. Der kommt in der schwarzen Flasche, aber dieser hier war leider gar nichts für mich. Dann habe ich noch einen Lack, von dem ich sehr, sehr enttäuscht war. Ich habe den zweimal benutzt und dann war irgendwie gut. Das ist von Catrice Cosmetics, der Ombre Top Coat. Und der soll, wenn man den aufträgt auf den Nagellack dunkler machen. Also, dass man quasi von hell auf dunkel gehen kann mit seinen Nägeln. Bei mir hat er leider überhaupt nichts gebracht. Also, da steht hinten drauf, auf allen hellen Farben zu verwenden. Ich habe den auf mehreren hellen Farben benutzt und das ist
nichts bis kaum was passiert. Also da muss man bestimmt irgendwie 5 oder 6 Schichten von auftragen, dass man überhaupt einen Unterschied sieht zwischen den verschiedenen Nagellacken. Also hier oben drauf ist ein Bild, wo man verschiedene Schritte sieht. Ich zeige euch das gleich nochmal in der Nachaufnahme. Und so sieht das auf gar keinen Fall aus, wenn ihr den drauf macht. Also bei mir hat der, wie gesagt, überhaupt nichts gebracht. Der hat sogar den anderen Nagellack so ein bisschen angelöst noch. Hier unten schwimmt jetzt noch Nagellack, heller Nagellack in der Flasche drumherum. Also es war überhaupt nichts. Leider kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Dann habe ich eine Gesichtscreme von BB ist die. Und zwar ist das die beruhigende Pflege für empfindliche Haut. Ich habe mir die früher mal gekauft, weil ich einfach eine gute Hautcreme brauchte. Das Problem mit dieser Creme ist bei mir, dass ich das Gefühl habe, die bringt gar nichts. Die ist so dünn, dass sie zwar relativ schnell einzieht, dafür dann aber auch nichts bringt. Deswegen benutze ich jetzt immer andere Gesichtscremes. Also man sieht ja auch hier, die ist noch relativ voll. Und ja, die habe ich dann auch nicht mehr verwendet, weil die einfach nichts bei mir gebracht hat. Und ne, warum soll ich ein Produkt weiter benutzen, das nichts bringt? Ja, das war sehr schade, weil ich bin sonst eigentlich von den BB-Produkten relativ überzeugt, aber diese Hautcremes bzw. die Gesichtscremes bringen leider gar nichts bei mir. Und das allerletzte Flop-Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist dieses Lipgloss. Das ist von Essence XXXL Long Lasting Lipgloss mit Matt-Effekt. Und ich habe mir das so cool vorgestellt mit einem matten Lipgloss. Das war das erste matte Lipgloss, das ich gekauft habe. Ich muss ehrlich sagen, ja, das war keine Erfolgsgeschichte. Das ist die Farbe 05 Velvet Rose. Und ich hatte mir das irgendwie gekauft, weil ich glaube, wir wollten feiern gehen und ich brauchte noch ein Lipgloss. Und dann bin ich schnell in den DM rein, habe einfach irgendwas gegriffen, das gekauft. Und ja, ich finde nicht, dass das schön aussieht. Ich finde, das sieht ein bisschen aus, wie wenn man Joghurt auf den Lippen hat. Also wirklich eine sehr unglückliche Konsistenz und ja, einfach auch die Farbe in Kombination mit dem Matten. Also die sieht dann nochmal sehr viel heller aus als hier in der Flasche. Und das war einfach irgendwie gar nichts für mich. Ich habe mich so geärgert, weil ja, ich mir dann dachte, hätte ich doch lieber eins gekauft, das ich schon kannte und schon mal benutzt habe. Weil dieses hat leider wirklich seinen Zweck nicht erfüllt und meine Erwartungen auch nicht getroffen. Also ich weiß nicht, wie das sonst mit mattem Lipgloss ist. Ich habe, vielleicht ist mattes Lipgloss auch nichts für mich. Ich habe selten bis nie mattes Lipgloss benutzt. Wie gesagt, ich wollte das ja mal ausprobieren und das war leider gar nichts. Deswegen steige ich jetzt immer auf Lippenstifte um, wenn ich was Mattes auf den Lippen haben will. Was ja, wie ich schon gesagt habe, nicht so häufig passiert bei mir. Normalerweise eben nur zum Feiern. Und ja, da hat mich das leider sehr enttäuscht. Deswegen kann ich euch das leider auch nicht empfehlen. So, das waren auch schon meine 5 Flop-Produkte. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen und euch vielleicht vor einem Fehlkauf bewahrt. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck von den Produkten. Es mag gut sein, dass da viele Leute draußen sind, die die total toll finden. Für mich haben sie leider nicht funktioniert und ich hoffe, ja, dass euch das, wie gesagt, ein bisschen geholfen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Kanal, das würde mich unglaublich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!